Sind Sie die Schwester? Wo sind die Tabletten? So, wir können jetzt ein paar. Können wir doch noch gar nicht. Okay. Ist schon gut. Vergesst, was ich sagen wollte. Genau, hier ist es. Machen Sie diese Origami-Figuren? Meine Papiertiere. Stundenlang spielten sie mit ihnen. Ich habe meinen Jungs gezeigt, wie man die macht. Ja, Ihre Jungs, Mrs. Shepherd. John und... Wie hieß sein Bruder nochmal? Welcher andere? Ich hatte nur einen Sohn. Meinen Johnny. So, hier können wir jetzt ein paar Papiertiere, Origami-Figuren nachbauen. Nachbasteln. Da müssen wir jetzt einfach die richtige Origami-Figur nachbasteln. Und zwar, ich glaube, das war der Hund. Das ist die Lieblingsfigur von dieser Mutter der Zwillinge, Anne Shepherd. Und ich glaube, dann labert die auch ein bisschen was. So. Aber was ist das? So viel Umgreife hier. Okay. Oh, Sie können auch die kleinen Hunde falten. Meine Kinder liebten Origami. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Er nannte sie immer alle Max. Max, Max, Max. Alle mit dem gleichen Namen. Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Lustig, oder? Nö. Okay, Papierhunde hießen Max. Wichtige Information. So, hier haben wir, glaube ich, ein Foto drin, genau. Sind das Ihre Kinder, Mrs. Shepherd? John und sein Bruder? Sind Sie das? Sie sind gute Jungs. Ihr Vater hat sich nie um sie gekümmert. Immer war er betrunken. Die beiden hatten es wirklich nicht leicht. So, ich glaube, hier unten war nichts drin, wenn ich mich da richtig erinnere. Nee. Okay, dann holen wir immer ein paar Blumen, und zwar Orchideen. Weil das ihre Lieblingsblumen sind. Wir hätten sie auch nochmal fragen können, welche ihre Lieblingsblumen sind. Aber ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant. Die haben doch gute Gedächtnisse, oder? Oder habe ich mich gerade selbst beleidigt? Spricht Mrs. Shepherd über ihre Vergangenheit? Sie ist nicht immer ganz klar. Aber sie erinnert sich manchmal an Details. Wenn sie etwas sieht, was sie an früher erinnert, zum Beispiel. Hat sie jemals von ihren Söhnen gesprochen? Söhne? Ja, sie spricht oft von John. Er ist ertrunken. Und was ist mit ihrem anderen Sohn? Ich weiß von keinem anderen. Hat sie nie erwähnt. Ich suche den zweiten Sohn. Er wurde zur Adoption freigegeben. Er hat wohl einen anderen Namen. Gibt es vielleicht irgendwelche amtlichen Unterlagen von Mrs. Shepherd? Nein, da gibt es nichts. Nichts über die Familie. Wenn ihr Sohn adoptiert wurde, dann ist sie die Einzige, die es wissen könnte. Manchmal, wenn sie etwas sieht, scheint sich ihr Gedächtnis zu regen. Sie erinnert sich dann. Vielen Dank für den Tipp. Ja, das haben wir auch schon rausgefunden. Übrigens ist mir gerade aufgefallen. Warum geht denn jetzt Werbung an? Jetzt kommt... Final Fantasy 13.2. Jetzt vorbestellen für Xbox 360. Schön. Ordentlich Schwuchtelmucke hier nebenbei. Das kommt davon, wenn man nebenbei im Internet ist. Und auf GameOne.de. Dann kommt halt zwischendurch mal Werbung. Von Final Fantasy 13 dann auch.
Super, geil. Ich hab's voll drauf, ey. Das ist unglaublich. Ich schaff's immer wieder. So. Das ignorieren wir einfach mal. Okay, hier haben wir die Blumen. Dann nehmen wir einfach mal eine raus. Das war wirklich. Ich habe gedacht, was geht denn jetzt ab hier? So, was wollte ich sagen? Die Krankenschwester. Jetzt bin ich total raus. Die Krankenschwester, die hat die gleiche Stimme wie Susan Bowles noch vom Anfang von Heavy Rain. Da diese eine Mutter des Opfers, des letzten Opfers. Da haben die wohl Synchronsprecherkosten gespart. Die Drecksäue. Eine schöne Orchidee. Oh Gott. Meine Söhne haben sie sehr geliebt. Wir pflanzten sie im Hof. Als John starb, legte ich Orchideen auf sein Grab. Ich weinte, als ich es erfuhr. Ich hatte gerade ein Kind verloren. Und jetzt wollten sie mir das andere auch noch wegnehmen. Die Pflegefamilie, Mrs. Shepherd. Wie hießen die Pflegeeltern, die Johns Bruder adoptierten? Das waren sehr, sehr nette Leute. Ich besuchte sie. Am Anfang besuchte ich meinen kleinen Jungen. Dann wurde ich krank und konnte ihn nicht mehr besuchen. Er muss gedacht haben, dass ich ihn nicht mehr liebe. Vielleicht glaubte er, ich hätte ihn vergessen. Sein Name, Mrs. Shepherd. Wie war sein Name? Aber ich liebte ihn. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich ihn vermisst habe. Ich bitte Sie, Anne. Sein Name. Wie war sein Name? Kommen Sie näher. Tja, möglicherweise hat sie gerade den Namen des Origami-Killers gehört. Und keine Spoiler! Drum, drum. Ach, ich bin voll raus, das ist doch scheiße. Ich darf echt nicht nebenbei noch mein Internet Explorer, nee, Internet, mein Firefox nebenbei laufen haben. Und dann auf gamewon.de sein. Auf einmal kommt da Werbung. Ja, klasse. Ach, okay. Die letzte Prüfung. Die zugegeben nicht allzu schwer ist. Ich meine, es ist ja irgendwie episch hier, so ein langer Gang in Rot, aber wer baut so einen Scheiß? Naja. So, überall Spiegel. Gucken wir mal, was wir zu tun haben. Die letzte Prüfung. Die letzte Frage. Sind Sie bereit, Ihr Leben für das Ihres Sohnes zu opfern? Ein tödliches Gift ist in dieser Ampulle. Es tötet Sie in exakt 60 Minuten. Wenn Sie es trinken, erhalten Sie die letzten Buchstaben der Adresse. Sie haben genug Zeit, Ihren Sohn zu retten und sich von ihm zu verabschieden. Dann sterben Sie. Sie können das Gift nehmen oder gehen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ja, mal sehen, was er denkt. Die Kameras, die beobachten mich. Ach so, na toll. Sean retten und sterben. Himmel, er verliert seinen Vater, aber wenigstens lebt er. Vielleicht ist es das Richtige. Ich glaub's auch. Gift. Wenn ich es trinke, bin ich in einer Stunde tot. Wenn nicht, kriege ich die letzten Buchstaben nicht. Ich überlebe eine Stunde. Genug Zeit, um Sean zu retten. Ich habe keine Wahl. Ich muss es tun, wenn ich meinen Sohn retten will. Ich lass auch. Hau weg.
für die letzten Buchstaben. Moment, was kann ich denn da machen? Ach so, angucken, na gut. Und weg damit. Sind jetzt auf ihrem Telefon. So. Ich habe getan, was ich tun musste, Sean. Dein Dad kommt und holt dich. So, auf. Eine Stunde haben wir noch. Oh, Norman Jaden, ja, den hatten wir auch lange nicht mehr, oder? Obwohl doch, nee, ist noch nicht so lange her. Aber den spiele ich ganz gerne, muss ich sagen. Das klingt homo. Oh nein. Okay. Wir haben nur noch Stunden, um Sean Mars zu retten. Es muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Genau hier vor meiner Nase. Das Kind wird sterben und ich drehe mich hier im Kreis. Na, haben Sie schon gepackt? Was reden Sie da? Der Fall ist gelöst. Wir wissen, wer es getan hat. Ihre Dienste werden hier nicht länger gebraucht, Norman. Also schnappen Sie Ihre Akten und ab nach Washington. Kann nicht sagen, dass Sie mir fehlen werden. Die Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Sie haben absolut nichts gegen Mars. Mars ist schuldig. Der Fall ist gelöst. Wie auch immer, das geht Sie nichts mehr an. Sie sind raus. Packen Sie Ihren Kram und verpissen Sie sich. Blake! Sie sind ein vollkommen labiles Psychopathen-Arschloch. Ich sehe es als Kompliment. Aber es ist mir völlig egal, was Sie denken. Ich habe den Origami-Killer. Alle sind glücklich. Ende der Geschichte. Gute Heimreise, Norman. Ja, das einzige Mal, dass man Drogen nehmen muss, ohne dass man was dagegen tun kann. Das ist leider so. Der Name des Killers ist hier drin, in diesen Daten. Ich muss ihn finden. Und zwar bevor es zu spät ist. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Es bringt sie um, wenn sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Okay, also wir können jetzt natürlich das Ari schließen und sagen, scheiß drauf, der Killer ist uns nicht so wichtig, aber wir machen das schon. Wenn man wirklich nicht weiß, welche Hinweise jetzt wichtig sind und was man genau beachten sollte, ist das echt relativ schwer, habe ich beim ersten Mal auch nicht... Ich war im Aufnahmemodus, als ich mit dem Killer gekämpft habe. Vielleicht ist irgendetwas drauf? Habe ich nicht geschafft beim ersten Mal durchspielen. So, analysieren. Das war noch das in der Diskothek. Und Start. Das war schon cool. So, dann einmal wieder zurück, bitte. Ich weiß auch ganz genau, was gesucht wird, also.
Okay. Also Start und... Und schon Stopp. Und analysieren. Eine goldene Uhr. Ich bin sicher, ich habe die schon irgendwo gesehen. Die Uhr, die bei der Beförderung zum Lieutenant verschenkt wird. Der Killer ist ein Cop. Ja, das ist schon mal eine sehr gute Information. Wie komme ich denn hier jetzt weg? Oh, scheiße. Ich will weiter. Och, Mann. Ich will nicht. Ah, okay. Sieht so aus, als wäre der Killer ein Cop. Carter Blake. Deswegen ist die Ermittlung in einer Sackgasse und Ethan Mars der Hauptverdächtige. Okay, Blake beschuldigen oder weiter ermitteln. Wir machen einfach mal weiter ermitteln. Boah, was ist denn das mit den Frames, sag mal. So, entschuldigt den kleinen Schnitt gerade eben, aber ich bin hier gerade total am Rasten, weil meine ganzen Programme, die spacken total rum, mein Traps und so, und vielleicht ist meine Festplatte auch voll, das könnte natürlich auch sein, da kann ich gleich mal nachgucken. Dann muss ich erstmal so ein bisschen alles zu Ende rendern und hochladen, dann kann ich das wieder löschen. Oder einfach hinten auf der externe. Egal, ich muss ja sowieso einen kleinen Schnitt machen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Heavy Rain wieder. Und bis dahin.